Ja, ich freue mich auch, hier zu sein und den Reigen mit den Sponsorenvorträgen eröffnen zu dürfen. Wie gesagt, André Kunz ist mein Name. Ich bin Außenminister, wurde es vorhin genannt, bei PASS-Leitisi, also Leiter Marketing Kommunikation. Und daneben auch noch zuständig für den Aufbau eines Bereiches, wo wir uns mit offenen oder Open Source Gemeinschaftslösungen beschäftigen. Kurz zu PASS-L. Wir sind ein Team von mittlerweile fast 70 Leuten. Uns gibt es dieses Jahr seit 15 Jahren, wir feiern ein Jubiläum. Unsere Mission, Changing IT for the Better, die erreichen wir eben nicht nur, indem wir Open Source Studien finanzieren oder mit Sponsoren Anlässe organisieren, sondern eben auch Open Source Software tagtäglich einsetzen und neu auch Open Source Lösungen machen wollen. Wie gesagt, rund 70 Leute, zwei Standorte heute, Bern und Zürich. Ja, das ist etwa das Wichtigste. Unser Angebot einerseits, also der Schwerpunkt ist in der Individualsoftwareentwicklung mit Java und Ruby on Rails. Dort unsere Kunden, die größten Kunden vielleicht SBB Wireless als strategischer Entwicklungspartner im Bahnumfeld, das Bundesamt für Sport, wo wir seit Jahren eigentlich die große Jugend- und Sportdatenbank bei uns als Projekt führen. Und auch weitere kleinere und größere aus dem privaten Umfeld. Weiter haben wir einen Bereich Middleware, wo wir uns um die Themen Applikationsintegration, JBoss, Middleware kümmern. Dann auch Platform as a Service ist dort ein Thema mit OpenShift von Red Hat. Wir haben einen Bereich, wo wir System Engineering Leistungen anbieten, vor allem Linux System Engineering natürlich. Dort mit den Technologien, vor allem auch eben von Red Hat, wir sind Red Hat Enterprise, also Advanced Business Partner, nein, Premium Business Partner, Entschuldigung, sonst kommt der Verkäufer dort von hinten. Was bei uns auch sehr wichtig ist, ist das Thema Usability, also bei unseren Entwicklungsprozessen haben wir ein spezielles Team, ein spezialisiertes Team von Usability-Experten, das von Beginn weg dabei ist, dass die ganze Anforderungs Definition mitmacht und dann auch im agilen Prozess, wie wir es oben haben, benutzerzentriert umsetzt. Also kommen wir später noch darauf. Neu eben auch die Lösungen mit Hitobito, dort werde ich sie später auch noch kurz einführen. Was für uns wichtig ist, ist eben die Interdisziplinarität. Wir haben verschiedene, sagen wir mal, Spezialgebiete, Softwareentwicklung, System Engineering, Middleware und User Experience. Aber das Zusammenspiel zwischen diesen Disziplinen wird immer wichtiger und ich denke, dass wir dort auch eine sehr große Stärke haben, wenn es eben darum geht, Software zu entwickeln, die für die Cloud auf hochperformante Infrastruktur laufen muss und wenn es darum geht, vielleicht auch Applikationen eben über die Middleware zu integrieren. Open Source Gemeinschaftslösungen, das Steckenpferd von mir im Moment, das fehlt hier drauf noch. Ich habe geschaut, 25 Anwendungsgebiete und Bedarf an Dienstleistungen. Open Source Gemeinschaftslösung ist nicht drauf. Dabei denke ich mir, dass wir da ein sehr großes Problem, das wir heute in der Schweiz haben, adressieren könnten. Hier exemplarisch ein Problem, das an der letzten Beschaffungskonferenz genannt wurde. Wir haben das Informationssystem für Verkehrszulassungen, das eines der Systeme ist, das den Bund sehr, sehr viel mehr Geld gekostet hat, als ursprünglich geplant. Das Problem, das die EFK da identifiziert hat, ist der starke Föderalismus. Stellvertretend hier, jeder Kanton baut für sich ein eigenes, oder mehrere Kantone zusammen vielleicht mal, ein Informationssystem, das dann aber proprietär ist. Wenn dann nun der Bund kommt und diese normalerweise jetzt heute sind das 7 Systeme anbinden muss, kann man sich vorstellen, dass das ziemlich komplex und umfangreich wird, wenn da 7 verschiedene Dateiformate, proprietäre Systeme zusammengeführt werden müssten. Unsere Idee, die wir haben und die wir auch aktiv verfolgt haben, ist eben die Gemeinschaftslösung. Das heißt, wir bringen Organisationen, die sehr ähnliche oder gleiche Bedürfnisse haben, zusammen. Und in unserem eben agilen Entwicklungsprozess ermitteln wir mal, was sind gemeinsame Bedürfnisse, was sind spezielle Bedürfnisse. Dieses bilden wir dann architektonisch ab in der Software, das heißt, allgemeine Bedürfnisse bilden den Kern und die Spezialitäten bauen wir als Plugin dazu. Das führt dann dazu, dass man eigentlich den Kern
laufend weiterentwickeln kann. Wenn ein zweiter Kunde dazukommt, hat er ja die gleichen Grundbedürfnisse und die Spezialitäten bauen wir dazu. Respektive, wenn am Kern Internet etwas zu verbessern gibt, können wir das dank der freien und offenen Software machen und der Erste profitiert wiederum von diesen Leistungen. Also es ist ein Prinzip von Geben und Nehmen, von dem schlussendlich alle profitieren. Für das Beispiel noch mit dem Bund aufzugreifen, wenn wir einen Kern haben, der sämtliche Bedürfnisse oder die wichtigsten auch Daten abbildet, braucht es hier dann nur noch eine Schnittstelle, um die gesamten Daten anzubinden. Soweit die Idee, das dann die Referenz. Wir haben, wie gesagt, mit den größten Kinder- und Jugendverbänden eine solche Lösung aufbauen dürfen. Initiant war die Jungmacht Blauerin Schweiz, das ist die zweitgrößte Kinder- und Jugendorganisation mit rund 30.000 Mitgliedern, verteilt über die ganze Schweiz mit mehreren hundert Scharen, das ist dann die unterste kleine Gruppe. Ihr Problem war, sie mussten eine professionelle Mitgliederorganisation haben, die gab es glücklicherweise nicht ab Stange, weil ja, die Standardsoftware, die es gibt, kann die sehr komplexen Strukturen, also sieht bei der Jubla kein Kanton aus wie der andere, nicht abbilden. Das konnten wir mit unserer Lösung und eben wir haben die Idee gebracht, hey, lasst uns eine Gemeinschaftslösung machen, wo wir eben diese Architektur aufgebaut haben mit dem Core und den Plugins. Die Vaterbewegung Schweiz, die größte Kinder- und Jugendorganisation in der Schweiz, hat davon Wind gekriegt. Und ja, man kann sagen, dass wir für sie eine Lösung bereitstellen konnten. Wir hatten die Zusage mündlich, wir konnten anfangen mit der Implementierung und die Verträge waren noch nicht unterschrieben. Sie hatten eine erste Testversion bereit. Die Pfadi ist jetzt auch seit einem Jahr dabei, ist sehr zufrieden, plant Weiterentwicklungen mit uns, die wir eben mit der gesamten Community, darf ich auch sagen, setzen wir uns zusammen, schauen, hey, was habt ihr für Bedürfnisse, was ist wiederum allgemein, wo wir die Kosten teilen können, was ist spezifisch für euch, wo dann jeder für sich selbst bezahlt. Die dritte Bunde ist CEFI Schweiz, respektive zwei Regionen vom CEFI Schweiz und gerade erfolgreich eingeführt haben wir das Projekt für Insieme Schweiz. Da gibt es noch ein schönes Wortspiel mit der Pressemitteilung, dass wir endlich so ein Insieme-Projekt erfolgreich abschließen konnten. Nein, Insieme Schweiz ist eine Behinderten- oder eine Selbsthilfegruppe für Eltern von behinderten Menschen, die eben auch an der Idee von der Gemeinschaftslösung gemeinsam eben etwas Sinnvolles machen, auch Spendengelder vielleicht nachhaltig sinnvoll einsetzen, überzeugt war und jetzt hier mit dabei im Boot ist. ja, was ich noch sagen kann hierzu eben, ja, wir sind natürlich laufend daran, noch, auch neue Mitglieder zu suchen, die dann in der Community mitmachen und eben, ich denke, es profitieren alle davon. Man merkt, man hat natürlich hier man tauscht sich aus über Problemstellungen, wenn man sich trifft und so kommen eigentlich auch viel bessere Lösungen zustande, als wenn jeder für sich selbst noch schaut. Also all die Vorteile, die wir kennen aus anderen Open-Source-Studien oder auch aus der Linux-Studie, der Studie Linux Foundation, die kommen hier wirklich sehr stark zum Tragen. Es macht sehr viel Spaß. Also bei uns intern merkt man, ja, der Austausch ist sehr fruchtbar und auch untereinander, die einzelnen Organisationen treffen sich schon ohne unser Wissen, um eigentlich dann das Weitere oder die Weiterentwicklung zu planen. Das nächste Projekt haben wir bereits in der Pipeline. Lesen Sie dazu den Artikel auf Seite 74. Ich möchte nicht zu viel verraten, sonst haben Sie keine Anreize mehr. Ich denke, es gibt fast keinen Bereich, der nicht geeignet wäre für Open Source Gemeinschaftslösungen. Es geht nur halt darum, dass man eben nicht nur an sich selbst denkt, sondern ja, ein bisschen in einem größeren Rahmen. Und ich denke, letztendlich profitieren wirklich alle davon, wenn man den gemeinsamen Ansatz auch mit freier und quelloffener Software wählt. Ja, dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und wenn es noch Zeit hat für Fragen, stehe ich dann gerne bereit.